Herzlich willkommen zur heutigen Lunchtime-Lecture, zur virtuellen Lunchtime-Lecture hier an der New Design University in St. Pölten. Mein Name ist Christoph Wett. Ich bin Professor für Management und leite den Studiengang Management by Design. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Beate Zesinger, Dekanin der Fakultät Technik und Wirtschaft und Studiengangsleiterin des Studiums Management by Innovation, des Masterstudiums, darf ich Sie heute durch diese Lunchtime-Lecture begleiten. Unser heutiger Gast, Jan-Erik Baas, wir kennen ihn schon aus verschiedenen, mit verschiedenen Berührungspunkten hatten wir schon mit ihm Kontakt. Er ist momentan an der Hochschule in Luzern, dort in der Forschung und in der Lehre tätig, hat aber eine Vergangenheit als Industriedesigner, war zum Beispiel bei Philips, hat dort auch das Designbüro geleitet. Nach seiner Tätigkeit bei Philips ist er zur Deutschen Telekom gegangen und dort im Designmanagement leitend tätig gewesen. Er hat eine Agentur mitgegründet, bei der er Partner ist, die Prenew heißt, und hatte auch mal den Studiengang Designmanagement an der Hochschule Luzern geleitet. Also jemand mit Vergangenheit im Industriedesign, der es jetzt sozusagen auch an eine Hochschule geschafft hat und dort forschend tätig ist, genau an dieser spannenden Schnittstelle zwischen der Designwelt und der Welt des Managements. Und heute wird er sprechen über das Thema Leading Design, zu dem er auch im letzten Jahr ein Buch publiziert hat. Herzlich willkommen, Jan-Erik, hier bei unserer Lunchtime-Lecture. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung, Christoph. Auch schönen Gruß in die Runde. Freue mich, dass ich hier heute vortragen kann. Das ist immer schön. Und ja, was natürlich jetzt zwar praktisch ist, ist, dass wir uns so eintreffen können digital. Aber natürlich wäre es besser, wir würden uns physisch sehen. Das ist sicherlich so. Und ich hoffe, dass das in Zukunft mal wieder gelingt. Komm ja gerne vorbei in St. Pölten. Es gibt einen, der mir das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, weil ich sein Klappern des Mittagsgeschirrs höre. Vielleicht wäre es gut, wenn alle Teilnehmende, während ich vortrage, das Mikro stumm schalten, dass sie da vielleicht nochmal drauf schauen. Nicht, dass ich mich selber gerne reden höre, aber das ist, glaube ich, für die Zuhörer einfacher. So, jetzt teile ich mal einfach meinen Bildschirm und hoffe, dass wir das jetzt wieder so hinkriegen wie vorhin. Mit der Darstellung. Gut, und dann lege ich mal los. Ja, wie Recht schon gesagt habe, ich führe durch meinen Vortrag, würde Sie bitten, einfach Fragen, die Sie haben, wenig aufzuheben. Am Ende haben wir ja noch Zeit, darauf einzugehen und die Themen zu behandeln, die ich dann heute ja, also mein Werdegang ist natürlich in Gestaltung. Sie haben das schon gehört. Ich fühle mich fast schon wie ein Missionar und komme auch viel herum in Fragen Gestaltung in Unternehmungen. Denn im Designmanagement geht es eigentlich genau um diese Fragestellung. Wie kriegt man Gestaltung in Unternehmen verortet, besser entwickelt, optimal aufgestellt? Und dabei ist mir über die Jahre, und das sind inzwischen schon einige, eines aufgefallen, dass egal, wohin ich komme, egal mit was für ein Unternehmen ich es zu tun habe, und das sind unterschiedliche Unternehmen, Großunternehmen, weltweit operierend, kleine Unternehmen, lokal, regional operierend, aber auch Organisationen, eigentlich auch dort, egal, was sie tun, was sie herstellen, was ihre Leistungen sind, alle diese haben eines gemeinsam, sie alle möchten erfolgreich sein. Und wenn man dann fragt, ja, was ist das dann, erfolgreich sein, dann stellt sich für mich zumindest eine Sache ganz klar in den Vordergrund. Das ist ein Kundenzuspruch. Also dass eigentlich die Zielgröße einer Organisation ist ja eine Leistung zu erbringen für Kunden. Und inwiefern Kunden diese Leistung auch annehmen und dies auch quasi mit ihrem Dank quittieren, ist Gradmesser für den Erfolg einer Organisation. Und es ist natürlich nicht nur dieser Moment, wo jemand die Leistung entgegennimmt. Und das kann im Übrigen kommerziell sein, aber auch nicht kommerziell sein. Das ist eigentlich egal, da unterscheiden sich die Organisationen nicht. Es ist vor allem auch, was danach passiert. Nicht? Inwiefern diese Leistung, dieses Erlebnis, was Kunden widerfahren, inwiefern sie das weiterempfehlen, austragen und damit eigentlich einen Motor in Gang setzen, der für Organisationen überlebenswichtig ist.
Und dieser Umstand, also die Kundenzufriedenheit, die Kundenloyalität in den Mittelpunkt zu stellen, ist auch Kern der Strategien von erfolgreichen Organisationen. Das ist, wenn man das einfach mal Revue passiert, dann fällt einem auf, dass das ein Kreislauf ist, in dem Gestaltung, Design extrem wichtig ist. Also ich würde sogar sagen, die Gestaltungskompetenz ist in so einem Zugang erfolgsentscheidend. Denn wenn Unternehmungen in der Lage sind, eben ein Kundenerlebnis zu erzeugen, was sich also möglichst konsistent und kohärent als Erlebnis für Kunden darlegt und auch so gestaltet und umgesetzt wird, dann stellt sich eben auch diese Motivation ein bei Kunden, eine Loyalität, ein Kundenbündnis, wenn man so will, was wiederum den Erfolg der Unternehmung oder der Organisation befeuert. Und wie gesagt, das trifft auch für den Taubenzuchtverein zu oder für ein Non-Profit operierendes Unternehmen. Und die Wichtigkeit von Gestaltung in dieser Wertschöpfungskette, wenn man so will, oder Kreislauf, ist natürlich nicht neu. Aber in der letzten Zeit immer mehr rückt diese Erkenntnis auch in den Mittelpunkt von klassischen Unternehmensberatern, die eher effizienzorientiert agieren und vorgehen und versuchen, den Erfolg der Unternehmung primär über effiziente Systeme zu bewerkstelligen. Das heißt, auch McKinsey hat herausgefunden in der Zusammenarbeit mit ihren Kunden, dass jene Unternehmen und Organisationen, die Design nach bestimmten Maßstäben besonders gut entwickelt haben und besonders strategisch umfassend anwenden, dass diese ihren Mitbewerbern quasi davonlaufen, dass diese Unternehmen die erfolgreicheren sind. Also es klingt nach einem Erfolgsrezept und da sagen natürlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte, genau, das will ich haben. Denn das alles passiert ja auch vor dem Hintergrund eines Wandels in der Wirtschaft und in der Gesellschaft, der ja nun schon seit einigen Zeit stattfindet, von quasi dem industriellen Zeitalter in quasi das digitale Zeitalter, wobei sich einige Sachen ändern und der Fokus sich auch verändert in der Art und Weise, was man unternimmt und was die Zielsetzungen der Organisation sind. Also wir wandeln uns hin wesentlich mehr in einer Wirtschaftsform, wo der Kundennutzen, das Erlebnis im Mittelpunkt steht. Dann könnte man fragen, okay, bedeutet das dann, dass das Wirtschaften an sich sich auch ändert? Da glaube ich eher nicht. Also Wirtschaften wird ja von jeher gekennzeichnet eben dadurch, dass man als Unternehmer, Unternehmerin, als Organisation, die wirtschaftet, eben zwei Fragen primär beantworten muss. Auf der einen Seite gibt es da ganz wichtige, ich nenne sie Verwaltungsfragen, Management-Themen, die eben darauf zielen, zu klären, woher die Ressourcen kommen und wie man das Unternehmen absichert, wie man auch den Wert natürlich sichert und möglichst effizient arbeitet, was ja ganz im Kern auch des Managements ist und ihre Aufgaben. Und auf der anderen Seite gibt es eben die wichtigen Gestaltungsfragen, die geklärt werden müssen. Für wen man da ist, wohin man geht, was man anbietet, wie man es anbietet und vor allem, wie man besonders effektiv wird mit dem, was man tut. Und diese beiden Elemente sind für mich quasi wie so ein Yin und Yang, also Gestaltung und Verwaltung, Design und Management, Kompetenz sind idealerweise im Gleichgewicht und in Unternehmen präsent und entwickelt. Ja, weil nur mit diesen beiden Grundkompetenzen kann man überhaupt in der Lage sein, ein Unternehmen robust aufzustellen und auch zukunftssicher aufzustellen. Das heißt, die Zukunftssicherung oder die Resilienz von Unternehmen wird eben durch diese beiden Aspekte gekennzeichnet, inwiefern man in der Lage ist, gut zu managen und eben gut zu gestalten. Und zwar nicht entweder oder mit einem Bias zu einer Seite, sondern möglichst im Einklang. Und aus meiner Beobachtung heraus ist das in der Realität leider nicht im Gleichklang. Also wir haben eindeutig einen Verwaltungsüberhang. Führungskräfte, auch Führungsmechanismen, Zielgrößen der Organisation sind in der Regel verwaltungsorientiert und haben
Verwaltungsfragen im Hintergrund. Und nicht nur in den Unternehmen ist das so, auch in der Gesellschaft ist das so. Also auch die Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel auf die Krise sozusagen reagieren oder auf das Gesundheitsthema reagieren, ist eine sehr verwalterische. Wir versuchen, das Thema zu kontrollieren. Wir sichern ab. Wir betrachten quasi die Zukunft als etwas, was kontrollorientiert stattfinden muss. Und das Thema Gestalten findet meistens am Rande statt. Vor allem in kommerziellen Organisationen wird Design dann eingesetzt, wenn man sagt, jetzt haben wir Zeit dafür, jetzt haben wir die Ressourcen, wir sind quasi fertig, lass uns das noch eben so gestalten, dass wir uns vielleicht differenzieren oder dass wir die Dinge auch hübsch machen. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, dass wir in den Organisationen einen Controlling-Schwerpunkt haben und dass das Potenzial, was also Gestaltung diesen Organisationen bringt, verpufft oder nicht richtig genutzt wird oder unterentwickelt ist. Natürlich gibt es auch Organisationen, die sehr stark auf Gestaltung sich stützen, weil sie damit auch Form geben und auch Impulse setzen und vielleicht auch Märkte oder Gesellschaften aufrütteln. Aber in der optimalen Form, also im Gleichgewicht zwischen Verwalten und Gestalten, da gibt es noch viel Aufholbedarf. Ja, und in diesem Kontext bietet sich eben das Designmanagement an, als nicht als ein sozusagen ein Modell, was entweder dem Design oder dem Management zugeordnet werden kann und auch nicht als sozusagen Maßnahme des Managements oder Maßnahme des Designs ausschließlich, sondern wirklich als etwas, was eben verbinden möchte. Ne? Und eben in Organisationen die Themen des Designs und des Managements optimal miteinander verbinden möchte. Und das ist, wie das Bild zeigt, keine einfache Aufgabe. Design Management ist als Disziplin, wenn man will, oder als Funktion oder als Tätigkeit zwischen den Funktionen des Designs und Managements unterwegs und dann oft auch in dieser Situation, dass es eben weder zur einen noch zur anderen Seite gehört. Und das ist auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch disziplinär arbeiten und disziplinär denken, umso ja, wichtiger, das mal im Hinterkopf zu behalten, dass Designmanagement da ja etwas zusammenbringen muss, was eigentlich oft auseinanderdriftet und unterschiedliche Perspektiven hat. Designmanagement also ist als Aufgabe in der Organisation sehr umfassend anzusetzen, also nicht nur rein bei operativen Maßnahmen einzusetzen, sondern versucht wirklich alle, sagen wir mal, Unternehmensebenen, Organisationsebenen zu adressieren. Also ganz zusammengefasst geht es dabei natürlich sicherzustellen, dass die Organisation immer weiß, warum es das macht, was es tut. Also eben um die Identitätsarbeit sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken und das in Einklang zu bringen mit den Prozessen. Also dass jeder weiß, wie man vorgehen muss, dass eben diese Kohärenz und Konsistenz sich einstellt, von denen ich gesprochen habe. Das ist das Wie der Organisation funktioniert und natürlich dafür zu sorgen, dass das, was dann entsteht, was gestaltet wird, also die Touchpoints quasi, die zum Kunden hin gestaltet werden, dass diese immer im Einklang mit dem Unternehmenszweck passieren und so möglichst umfassend da stattfinden, dass ja, die Kunden eben diese Begeisterung entwickeln können. Das heißt, Design ist genauso wichtig natürlich wie Management. Nun ist das so, dass wenn man mit dieser These dann auf die Unternehmensführer und Lenkerinnen stößt, dass man dann oft merkt, dass also die Stirn sich so ein bisschen faltet, so Design, da habe ich mir aber was anderes drunter vorgestellt. Was ist denn dann eigentlich Design? Ne, und das ist vor allem eine Fragestellung, die im deutschsprachigen Raum wichtig ist, weil sagen wir so, die gängige Meinung zu Design und vielleicht auch Gestaltung ist eine, die sich primär eben halt auf diese nachgelagerte Arbeit konzentriert. Also für viele wird Design eben gesehen als etwas, was man hinzufügt, so quasi am Ende, eben um einen gewünschten Effekt noch zu erzeugen. Design allerdings stammt nicht vom Wort Design an sich ab,
sondern eben vom Wort Designation, also nicht Diseño oder Diseñare, eben das Bezeichnen oder das Illustrieren von Dingen, sondern das Bestimmen von Dingen, von das Bestimmen von Abläufen, das Bestimmen von Entscheidungen, die eben dazu führen, dass das, was man macht, eine ganz bestimmte Form bekommt. Und dies alles wiederum vor dem Hintergrund, dass man damit ja die Leistung der Organisation in einer ganz bestimmten Art und Weise nach außen tragen möchte. Das heißt, Design ist eben eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, etwas in einer ganz bestimmten Art und Weise auszuführen und in einen bestimmten Zustand zu überführen. Und deswegen ist der Designbegriff viel größer zu sehen, als wie er von vielen gedeutet wird. Viele von Ihnen kennen diese Begriffe, hoffe ich doch inzwischen ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass ich da auch einiges wiederhole, wo Sie sagen, ja, das unterschreibe ich, ne? Dass Design eben auch eine Maßnahme ist, auch ein Prozess ist, natürlich auch ein Gegenstand verkörpert, aber vor allem eben ganzheitlich betrachtet werden muss. Und von dem Hintergrund sind dann auch solche Aussagen dann einfacher verständlich, ne, dass Design sich eben nicht nur darum dreht, wie die Dinge aussehen oder sich anfühlen, sondern wie es als Ganzes funktioniert, wie Steve Jobs hier sagen wollte. Und das bedeutet dann auch im Umkehrschluss, dass Design halt immer irgendwo da ist. Es ist halt die formale oder gestalterische Ausprägung der Leistung einer Organisation. Und das bedeutet, dass man auch nicht designen kann. Also auch wenn man nichts täte, als Organisation hat man ein Design, hat man sich entschieden, hat man eine Form und wirkt somit auf die Kunden, auf die Rezipienten, die Empfänger der Leistung der Organisation. Das heißt, das Thema braucht die richtige sozusagen Flughöhe in der Organisation, braucht die richtige Erkenntnis und wird somit auch ein Teil der Führungsaufgabe, wird Teil des Führungssystems sozusagen in Organisationen. Und Führungskräfte nehmen sich dem auch an. Man merkt einfach, dass das immer mehr jetzt in den Mittelpunkt rückt in der Führungsarbeit, das bewusste Gestalten oder das Entwickeln von Designstrategien. Und viele fragen sich auch, ja, warum wird das jetzt immer wichtiger, nicht? Also das war doch eigentlich immer schon ein Thema. Nun, viele Jahrzehnte lang konnte man eigentlich ganz gut Geschäfte machen mit einer, ja, sagen wir mal so, nachgelagerten Form des Gestaltens. Wir bewegen uns allerdings jetzt sehr rasch und schon auch seit vielen Jahren in eine Erlebniswirtschaft, wo die Differenzierung der Leistungen von Organisationen halt immer mehr in einem Erlebniskontext gesehen werden muss und vor allem in der Art und Weise, wie auch diese Erlebnisse sich differenzieren von anderen Erlebnissen und wie diese auch differenzieren und auch relevant für Kunden stattfinden. Also auch hier haben wir in der Erlebniswirtschaft quasi ein Erlebniswettbewerb, der sich dadurch kennzeichnet, dass die Leistungen entweder relevant sind für Kunden oder nicht oder differenzierend sind für Kunden oder nicht. Und wenn beides zusammenkommt, wenn beides wirklich für Kundengruppen erkannt wird, dann entsteht wiederum diese Loyalität und dieser Kundenzuspruch. Das heißt, Unternehmen sind daran gehalten, eben ihr Leistungsangebot, ihr Leistungsversprechen so auf Kundenbedürfnisse auszurichten, dass eben ein wirklich für Kunden relevantes Erlebnis entsteht. Und wenn das dann wirklich auch so angenommen wird, dann entsteht eben dieser Rückfluss von Kunden in die Organisation, eben durch Loyalität, was eben diesen Wohlstand fördert. Also so entsteht dieser Kreislauf zwischen Unternehmen und Kunden, in dem halt Design, Gestaltungskompetenz ganz wichtig ist. Diese Aspekte des Erkennens von relevanten Erlebnissen, das Ausgestalten von einem kohärenten Erlebnis, das sind Themen, die man nur mit Designkompetenz bewältigen kann. Das kann man nicht herbeimanagen. Dafür muss man umfassend und sehr gut, sage ich mal, gestalten können. Schaut man jedoch in die Unternehmen und fragt sich, okay, wer gestaltet denn dann da? Wer macht denn dann das Erlebnis? Dann erkennt man schnell, dass viele Organisationen halt diversifiziert aufgebaut sind, in unterschiedlichen Gewerken, in unterschiedlichen Dimensionen arbeiten und so unterschiedliche Kanäle auch betreiben.
dass es durchaus dazu führen kann, dass die Organisationsform selbst so ein ganzheitliches, konsistentes und kohärentes die Erlebnisgestaltung dort, dass die schnell gestört ist. Denn was Kunden wirklich erwarten von einer Organisation, ist aus Kundenperspektive eindeutig. Wir kennen das selber von uns auch, ne? Wenn wir eine Leistung entgegennehmen, ob wir jetzt ein Produkt erwerben oder eine Dienstleistung genießen oder eine Kombination von all dem, dann erwarten wir, dass alles in sich stimmig ist, dass das wie so ein fertiges Paket ist. Aber Organisationen denken und handeln anders. Sie erarbeiten und entwickeln und leben dann eine Erlebniskette ganz anders, eben über ihre jeweilige funktionale Arbeit und Denkweise. Also wir haben dieses klassische Silo-Denken, was sich extrem weit ausgeprägt hat, was eben schnell dafür sorgt, dass Leistungsversprechen und Leistungsangebote nicht zwingend zusammengehören stattfinden. Dass eben ein Markenversprechen anders daherkommt wie ein Produktversprechen oder ein Markenversprechen. Und das habe ich also auch in meiner beruflichen Tätigkeit sehr oft durchlaufen, so eine Problematik, und habe damit auch sehr viel zu tun gehabt. Auch eines Tages, als ich für diese Firma arbeitete, die er recht schon genannt hatte, wo ich in einer neuen Rolle verantwortlich wurde für die Gestaltungsarbeit einer Produktkategorie, Computerzubehör. Riesig große Menge an verschiedensten Geräten, Computermäuse, Lautsprecher, Mikrofone. Sie können sich das alles leicht vorstellen. Allerdings war ich als Leiter des Designs verantwortlich für das Produktdesign, Benutzerschnittstellen und alles, was man so genannt an der Produktionsaktivität, mit der Produktionsaktivität verbindet. Und dieses Business lief nicht besonders gut. Die Zahlen stimmten nicht, es war wirklich hackelig, es lief gar nicht. Und man stellte sich die Frage, ja, wer sind wir überhaupt? Woher kommen diese Produkte, die wir da vertreiben? Warum funktioniert das nicht? Nun, das waren hauptsächlich eben eingekaufte Produkte, die mit einem Markennamen versehen wurden, die aber im Kern nicht wirklich dieses Markengefühl widerspiegelten. Also was machen wir als Designer? Wir wissen, wie wir vorgehen. Wir schauen uns diese Markenkernwerte wirklich an und identifizieren auch einen Kundenwunsch und eine Zielkunde. In diesem Falle war das Sandy, die gerne also das Leben genießt und eben entsprechend von der Marke auch erwartete, dass die Marke das widerspiegelt mit einem Markenversprechen, das auch darauf einzahlte. Das waren damals, hieß das Sense and Simplicity, also einfach und sinnvolle Lösungen. Und mit Sandy im Blick haben wir dann alle Produkte so gestaltet, dass die Produktesprache das widerspiegelte. Also glatte Oberflächen, bunte Farben, alles sehr niederkomplex, möglichst so im Einklang mit der Marke, dass dieses ganze Produktportfolio sich einfügte in einem klar differenzierenden und sinnvollen Markenerlebnis. Und das ist an sich für Produktgestalter eine ziemlich klare Arbeit und wir waren dann auch sehr zufrieden, als wir das ganze Produktportfolio fertig hatten. Und da bekam ich einen Anruf von der Produktentwicklung, vom leitenden Ingenieur, vom Chief Technology Officer und er fragte mich und sagte, ja, Nerik, hör mal, wir haben da ein Problem. Ich sagte, wieso, was ist denn? Ja, sagt er, deine Designer, die legen sich quer, weil meine Entwickler, die wollen in dieses Produkt, in diese Computermaus, dieses neue Modell da, diese neue Designsprache, wir brauchen da eine LED und einen Schriftzug. Und die wollen das nicht machen. Da habe ich ihm gefragt, was er da wollte, warum das so sein sollte, warum da jetzt da so eine LED rein sollte und ein Laser. Und dann sagt er, ja, sagt er, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht über diese neue Produktkategorie und wir haben eine Lösung. Das ist nämlich die schnellste Laseroptik am Markt. Und da zeigte der mir auch ein Prototyp, was sie schon gebaut hatten. Und mit dieser Lasertechnologie können wir uns differenzieren und sind wir wesentlich performanter als der Mitbewerb. Ja, das klang an sich plausibel. Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn schon mal was von Sandy gehört hätte. Unsere Zielpersona
wofür die Marke steht, was die Marke eigentlich aussagt über unsere Marke. Und das hatte er natürlich nicht gehört und auch nicht mitbekommen. Also als ich ihm dann erklärte, ne, dass wir ja abzielen auf Kunden, die es eigentlich niederkomplex haben wollen, die die Dinge sense and simple haben wollten, da leuchtete ihm ein, dass natürlich dieser Zugang seiner Ingenieure da nicht so richtig reinpasst und dass es eigentlich keinen Sinn macht und dass es eben von der Gestaltung her eben brüchig ist, auch von der Sinnhaftigkeit her brüchig ist. Und so hat er dann auch akzeptiert, dass und hat auch verstanden, warum die Designer in meinem Team sich querlegten und dieses Laserding nicht haben wollten. Also haben wir uns geeinigt, haben gesagt, weißt du was, okay, keine LED, kein Schriftzug, wir lassen die Technologie drin, aber in der Gestaltung reden wir nicht drüber. Dann dachte ich, okay, dann ist das Problem mal abgewendet und es kann ja dann weitergehen mit dem Produkt. Also ein Störungsfaktor ausgeräumt, und da klingelte wieder das Telefon und an der Strippe war der Marketingleiter und sagte, Henrik, bist du zugegen, bist du in Amsterdam? Ich dachte, nein, aber ich kann hinkommen, also bin ich nach Amsterdam. Und in seinem Büro stapelten sich die Broschüren, die man gedruckt hatte für den Vertrieb, für diese vertriebsfördernde Maßnahmen. Und da waren Fotos von jungen Menschen in Rennoverall und die da vor dem Computer saßen und Autorennspiele spielten. Und da war ein Slogan, Philips PC Peripherals, the fastest peripherals, computer peripherals. Also eine Thematik, alles rund um Formel-1-Motiven. Da war ich entsetzt, weil inzwischen war ja auch ihm bekannt, dass wir ja auf Sandy, unseren Zielkunden, arbeiten wollten und dass diese ganze Gestaltungsarbeit für das Marketing, dass das überhaupt nicht passte, das war völlig von einer anderen Welt. Also sind wir losgeprescht, haben dann sofort wissen wollen, woher das komme. Und dann hieß es, ja, das hat die Vertriebsgesellschaft gemacht mit der Werbeagentur. Also sind wir zur Werbeagentur und haben gefragt, wie sie denn auf die Idee gekommen wären, jetzt mit diesen Formel-1-Motiven. Und dann sagte der Creative Director, ja, er wäre ja, hat ja ein Briefing bekommen vom Produktmanagement. Und da wäre dann auch mit Marker angekreuzt, dass es eben die schnellsten Laseroptik im Markt drin wäre. Und dann haben sie gesagt, Mensch, super, das passt ja zu unserem Formel-1-Thema, was wir haben mit den Männerrasierern. Und dann können wir das doch miteinander verbinden. Nachgefragt hat er natürlich auch nie was von Sandy gehört. Und als ich ihm dann erklärte, worum es geht und was das Thema ist und wofür wir stehen und was und wie wir Sinn stiften wollen mit Sense and Simplicity, dann hat er natürlich ein Einsehen gehabt und gesagt, ja, das passt ja gar nicht. Also wurden die Broschüren alle eingestampft. Die Fotos wurden neu gemacht, neu gestaltet im Sinne dieser Orchestrierung. Eine Arbeit, für die ich als Gestaltungschef der sozusagen der Hardware eigentlich gar nicht zuständig wurde, habe ich mir also da vom CEO den Zuschlag geholt und wurde dann dafür dann auch zuständig und haben die ganzen Marketingmaterialien auch in Einklang gestaltet. Da dachte ich, oh Gott, wie... Was alles so passieren kann, nur dass man ein einfaches Produkt wie eine Computermaus gut auf den Markt bringt. Ja, und dann dachte ich schon, okay, jetzt sind wir dann durch. Da klingelte wieder das Telefon. Und an der Strippe war der Vertriebsleiter aus Hamburg. Der rief immer gerne bei mir an, weil ich so ein bisschen Deutsch sprechen konnte. Und er sagte, ja, Erik, du, wir haben das ganze Zeug bekommen. Genial, wir finden das super. Aber... du musst uns helfen. Wir können diese Story nicht verkaufen. Wir haben bisher unsere Geräte ganz anders vertickt an den Handel. Wir haben immer über den Preis argumentiert und jetzt auf einmal haben wir dieses Sandy und wir wissen nicht, wie wir die Geschichte erzählen müssen und wir brauchen eine Unterstützung. Also bin ich mit meinen Designkollegen in die Länder und wir haben dort Vertriebstraining gemacht und erzählt, wer Sandy ist und wie sie denkt und wie sie tickt und wie wir eine Geschichte machen können, dass sie das im Handel auch so wieder erfährt und dass die Vertriebskollegen im Handel auch diese Geschichte weitererzählen können. Also lange Geschichte mit einer ganz einfachen Erkenntnis. Design so gemacht, nämlich verteilt über die verschiedensten Organisationsbereichen und voneinander losgelöst, kann nie dazu beitragen, dass ein wirklich konsistentes und kohärentes Erlebnis entsteht. Es braucht also etwas drüber hinweg, was gewährleistet, dass Design wirklich als ja, in sich schlüssig passiert. Also im besten Fall hat man sowas wie ein
ein 120-Grad-Design, was sich also in verschiedensten Bereichen über verschiedenste Design-Spezialisten und Design-Dienstleistern abarbeitet, aber nicht ein 360-Grad-Design, was also quasi ein Erlebnis im Zentrum stellt und das dann auch als solches über alle Berührungspunkte hinweg gestaltet. Das heißt, das Problem liegt auch in der Organisation, wie die Organisation sich aufstellt, den Kunden in den Mittelpunkt stellt und somit alles so organisiert, dass dann am Ende ja auch ein führendes Kundenerlebnis entsteht. Denn für die meisten Organisationen ist auch der Kunde ein nachgelagertes Objekt und steht nicht im Zentrum oder am Anfang einer Wertschöpfungskette. Also hier muss man eben sagen, dass Design in Unternehmen in der Regel ja kurz gesehen wird und verkürzt gesehen wird. Ne? Man denkt dabei meistens an, ja, wir erzeugen ein attraktives Image, wir kreieren gut aussehende Produkte und damit können wir Kunden stimulieren. Und das Ganze ist also wie eine zusätzliche attraktive Option für eine Organisation. Viele Firmen sehen das Design wie etwas, was man sich gönnt, wenn man dann Zeit und Geld dafür hat, wie so ein flotter Porsche fürs Wochenende. Und ich hatte auch mal das Vergnügen, auf so ein Mittelstandsunternehmen zu stoßen hier in Deutschland auf einer Konferenz. Wir stellten uns vor und als die zwei Herren kennengelernt, als sie dann hörten, dass ich Designer bin, dann haben sie gesagt, super, Designer, ist ja toll. Wir arbeiten jetzt auch mit einem Designer, haben sie gesagt. Sie hätten jetzt den Luigi Colani engagiert und die würde jetzt den Designprodukt machen. Also das ist in der Tat schon über 20 Jahre her. Gute Colani war nicht mehr unter uns, aber damals war das noch durchaus eine Zeit, wo viele Unternehmen sich so einen Designguru ins Haus holten, um dann eben ein Designprodukt zu entwickeln. Dann habe ich auch gefragt, ja, was machen Sie denn mit den allen anderen Produkten? Da guckten sie mich ein bisschen verwundert an und haben gesagt, nö, die bleiben so, wie sie sind. Also Design, so funktioniert halt eben nicht. Wenn angewandt wird, eben in Gleichklang auch mit den Managementkompetenzen und wirklich auf einem hohen Niveau, dann ist Design eben nicht die Ausgestaltung von etwas, was Kunden motiviert, sondern vor allem, was Mitarbeitende eine Richtung gibt. Ne? Also was eben dafür sorgt, dass es die Identität über alle Bereiche der Organisation klar formuliert und damit dafür sorgt, dass alle, die da mitarbeiten an dieser Gestaltung des Leistungsangebots einer Organisation, dass die alle verstehen, worum es sich dreht, für was man steht. Also Design muss eine Grundausstattung werden. Ne? Das heißt, oft haben wir Symptome, dass man halt feststellt in Organisationen, dass ja, Designlösungen, wie eben beschrieben, so eine PR-Aktion sind, mal einfach mal eingesetzt werden, nur so um Stimmung zu machen. Oder dass Designspezifikationen, wenn sie dann erstellt werden, oft gar nicht verbindlich sind, weil sie im Nachgang erstellt werden. Also die Autorität gar nicht vorhanden ist. Entwickler diese dann auch adaptieren. Das Sandy-Beispiel von eben zeigt, dass viele Designumsetzungen eben gar nicht konsistent ausgeführt werden, also dass es keine Steuerung gibt und dementsprechend oft auch keine Strategie dahinter steht, die gewährleistet, dass die Designlösungen alle zueinander passen. Und auch ist es oft so, dass Designleistungen, weil sie eben isoliert von der Organisation erbracht werden, oft gar nicht richtig umgesetzt werden können, weil die Organisation die Kompetenz dazu nicht hat. Das heißt, hier kann man ansetzen und hier möchte das Designmanagement halt eben als Funktion, als Feld von Maßnahmen eingreifen, um dafür zu sorgen, dass Organisationen diese Kompetenz erlangen können oder entwickeln können. Eben, indem man Designführung definiert und installiert in der Organisation, also Design eben als Führungsinstrument implementiert, auch in der Organisation die Affinität zu diesem Design-Thema erhöht, den Prozess auch als solches bestimmt und abstimmt mit anderen Prozessen und damit natürlich auch dafür sorgt, dass Designthemen eine Hoheit bekommen, eine Autorität bekommen und auch Gewicht bekommen. Ja, also das ist vor allem das klassische Designmanagement, was das gewährleistet. Das ist eigentlich mehr eine Managementmaßnahme, eben des Controlling und der Nachkontrolle, der Absicherung von Designspezifikationen. Und natürlich auch in der inhaltlichen Führung, ne, dass man also Design
Prinzipien entwickelt als Organisation, die für alle Gestaltungsmaßnahmen geltend und führend sind, nicht nur für spezifische isolierte Bereiche. Also ein umfassendes Creative Direction, wenn man so will. Ja, das ist nicht einfach. Also viele Unternehmen sind da einfach nicht kompetent, nicht in der Lage, diese PS, die das Design hat, auf die Straße zu bringen. Oft auch, weil viele Führungskräfte einfach die Kompetenz auch nicht haben, auch von ihrer von dem Ausbildungshintergrund, von dem Werdegang auch gar nicht so entwickelt worden sind. Die meisten Führungskräfte machen ja diesen klassischen MBA, der ja sehr wichtig ist für die Geschäftsadministration. Aber in diesem Programm fehlt ja oft eben auch dieser Teil Gestaltung. Der ist eben nicht in der gleichen Maße entwickelt. Was aber für die Arbeit einer Führungskraft extrem wichtig ist. Also Designführung ist hier so ein Thema, was da entwickelt werden muss, eben, dass man in der Führung und dass die Führungskräfte selber eben genau definieren können, warum man designt, eben dieses ganze Identitätsthema. Dann, womit man designt, alles, was mit Prozesse, Abläufe und auch, im Englischen nennt man das Governance, mit der Hoheit von Designfragen zu tun hat. Und dass man auch weiß, wofür man gestaltet, nämlich eben diese kohärente und konsistente Erlebnisketten, die Kunden entgegennehmen möchten. Und dass man somit auch die Umsetzung führt. Und diese drei wichtige Führungsfragen, wenn man so will, die bewegen sich halt immer auch auf diesen entsprechenden Ebenen, eben auf diese drei Organisationsebenen, und man kann die Designleistung in diesen drei Ebenen sehr gut beschreiben. Das ist auch das, was das Designmanagement macht, eben, dass sie beschreibt, was sind denn Designaufgaben auf der Strategieebene. Ich nenne das Design Being, also die Grundlage einer Unternehmung, wo auch die Identitätsarbeit stattfindet, was viele auch als Markenarbeit bezeichnen. Dann natürlich die Prozesse, also wie man vorgeht, wie man denkt, wie man handelt. Also ich nenne das Design Thinking. Und natürlich in der Umsetzung, eben im klassischen Design Doing, da wo auch die Design-Spezialisten arbeiten, wo eben das Design umgesetzt wird. Und da kann man natürlich auch vorgehen anhand dieses Stufenmodells, was auch als dänische Designleiter bekannt ist, auch überprüfen, inwiefern man als Organisation kompetent ist. Auf der Umsetzungsebene ist das meistens kein Problem. Und dazu tragen ja auch die vielen hoch ausgebildeten Designer bei, die ja mit ihrer Kompetenz entweder in der Organisation arbeiten oder als Lieferant, als Dienstleister über Agenturen eben Designleistungen erstellen in dem Bereich Design als Funktion. In der Prozessebene ist es anders. Da bemerken wir einfach, dass viele Organisationen noch nicht in der Lage sind, diese Arbeit prozessual richtig zu verankern, abzustimmen mit anderen Arbeiten, auch die verschiedensten Designarbeiten untereinander abzustimmen. Ja, dieses klassische Sandy-Problem. Wie kriegen wir hin, dass alles zusammenpasst? Also da ist etwas, wo jetzt viele Unternehmen auch investieren, auch ein Designmanagement etablieren, was ja primär hier auf diese Prozessebene ansetzt. Naja, und das Design in der Organisationsstrategie zu verankern und von Anfang an Design zu denken, auf gleicher Ebene wie Management, ist für viele noch Neuland. Denn es ist ja immer noch so, dass für viele eben das Design-Thema nicht eins ist, wo man sagen kann, das betrifft der ganzen Organisation. Also alle sind da involviert, sondern für viele ist Design immer noch so ein Thema, was ja halt dann doch nicht so wichtig ist. Und weil das so ist, unterliegt Design auch so einer Art von normative Kraft, was es immer wieder runterdrückt auf die Umsetzungsebene oder teilweise sogar darunter. Also jetzt in den Krisen viele Kollegen mit Designagenturen, die ja ihre Mandate und Projekte entweder verloren oder haben oder wo die Projekte aufgeschoben sind, weil es immer heißt, ja, das ist jetzt momentan nicht unsere Top-Priorität oder das ist jetzt nicht wichtig. Das heißt, Hauptaufgabe des Designmanagements ist es auch natürlich, dafür zu sorgen, dass
dass man diese Design, ja, Kompetenzen auch absichert in der Organisation. Also es also nicht immer dazu führt, dass es herunterrutscht. Denn das ist ja gerade jetzt in diesen Zeiten umso wichtiger. Also wenn Organisationen jetzt nachlassen, gerade in der Krise, ja, wo es ja jetzt eigentlich nichts mehr ist mit Erlebnissen, wir kaufen ja momentan nur noch unsere Rohstoffe, wenn man so will. Aber wer jetzt nachlässt und im Zuge von Kostensparmaßnahmen oder Effizienzsteigerungen oder was auch immer das Design reduziert, der schmeißt womöglich die Gasflaschen weg, mit denen man dann später den Auftrieb erlangen kann. Also es ist wirklich so, dass wenn Kunden zurückkommen, werden sie wieder diese Erlebnis konsumieren wollen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die durch eine Krise nicht ausgehebelt wird. Sie wird nur pausiert. Das heißt, wenn Unternehmen nicht jetzt am Ball bleiben und in Design investieren, dann werden sie nie in der Lage sein, eben diese führende Position zu erlangen oder geschweige denn beizubehalten. Denn wenn Unternehmen in der Lage sind, eben Design zu führen, also wirklich auf dieser Leadership-Ebene zu etablieren, wo es eben genauso wichtig ist wie die Designfragen, also wie die Verwaltungsfragen, Entschuldigung, ne, und wo beide dann auch gleich hoch entwickelt sind, dann sind sie eben in der Lage, diese wirklich relevanten Kundenerlebnisse zu erzeugen. Sie haben die Ressourcen, die Zeit, das Vermögen, das Know-how zu verstehen, was ihre Kunden wirklich wollen und können im Umkehrschluss dann auch ihre gesamte Organisation so gestalten, dass diese darauf ausgerichtet ist, diese Kundenerlebnisse optimal zu liefern. Und so können sie dann Sinn stiften, sowohl bei den Kunden als auch in der eigenen Organisation, weil sie eben diese klare, differenzierte Strategie fahren, die von allen verstanden wird, die von den Kunden quasi angenommen wird und das der Motor ist für diesen Wirtschaftskreislauf. Also müssen Organisationen das Design führen, eben indem sie gerade jetzt auch in so Krisenzeiten sich auf das wirklich Relevante fokussieren. Also was ist für Kunden relevant? Wie kann ich mein Erlebnis so auf Kundenbedürfnisse ausrichten, dass diese Kunden das wirklich auch annehmen und wollen? Das bedeutet auch, dass man im Umkehrschluss gerade in seinen Prozessen und seinen Entwicklungsarbeiten eben aufräumen kann, belassen kann, weil man wirklich weiß, was Kunden benötigen. Und eben indem man dann anschließend auch diese Identität fördern kann, damit ganz klar ist, dass Kunden erkennen können, wer man ist, wofür man steht und dann auch einen möglichst schnell wiederfinden, wenn der Pulverdampf sich legt, wenn die Krise sozusagen vorbei ist. Und wenn Sie das wirklich bewusst und umfassend machen, dann können Sie auch die besten Voraussetzungen für den Erfolg schaffen. Denn gute Erlebnisse steigern Loyalität und Motivation der Kunden. Eine Fokussierung auf das, was Kunden wirklich brauchen, senkt die Kosten, reduziert die Ausgaben und die Aufwände, um Produkte überhaupt zu erstellen. Und verringert auch die Komplexität im Angebot. Und wenn man wirklich eine Kundschaft findet, die zu einem hält, die ein Kundenbündnis sozusagen zulässt, Kaufbereitschaft entwickelt, dann stellt man auch fest, dass man in der Lage ist, Ertrag zu steigern und vor allem auch die Marge zu steigern. Der Kunde hinterlässt dann sehr gerne ein Trinkgeld. Das kennt jeder von seinem eigenen Leben, wenn man dann endlich wieder zurück kann in sein Lieblingsrestaurant. Und es ist wirklich dieses überzeugende Erlebnis, dann lässt man gerne schon mal einen Groschen extra liegen. Und das ist das, was die Unternehmen brauchen, damit sie langfristig auch erfolgreich sein können. Das bedeutet, dass Leader in der Zukunft eben nicht nur Manager sind, sondern vor allem auch Designer sind. Ja, also dass die Führungskräfte von morgen eben verstehen, was Design im Ganzen bedeutet und dementsprechend auch Design so einsetzen, wie es optimal funktionieren kann und auch anders umgehen mit Designern, auch mit uns Designern, wenn ich das so sagen will. Also dass das Design einen anderen Stellenwert bekommt. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin da jetzt durch.
Ja, voilà. Erik, ganz herzlichen Dank von unserer Seite für die interessante Lecture erst einmal. Es sind einige Fragen eingegangen, die ich jetzt in der Reihenfolge gern mit dir, also oder du beantwortest sie natürlich, aber ich würde sie gern eben halt vorlesen zunächst. Ja, gerne. Die erste Frage ist, sollte nicht jedes Management Design Management sein? Ich denke, das, da hast du eine recht klare Position zu, oder? Ja, also in ultima forma ist es, wäre es dann das. Also wenn, und das wäre dann eher so das Management, was sich vor allem mit Führungsfragen beschäftigt, nämlich da, wo Gestaltung und Verwaltung zusammenkommt. Und das ist ja auf jeder Organisationsebene immer wieder eine leicht andere Fragestellung in der Führung. Ne? Auf der operativen sind Führungsfragen anders zu gestalten als auf der strategischen Ebene. Natürlich wird es immer klassische Managementaufgaben geben, die sehr stark sich mit Verwaltungsthemen beschäftigen. Genauso wie es sehr klassische Designaufgaben geben wird, die wirklich sich primär rein mit gestalterischen Arbeiten beschäftigen. Das wird auch nicht weggehen. Die Frage nur ist, wie kommen die beiden zusammen und wie werden sie geführt? Also wie stimmt man das Verhältnis zwischen beiden ab auf diesen drei Organisationsebenen, vereinfacht gesagt? Und wie sorgt man dafür, dass diese beiden Dinge in Einklang miteinander passieren? Also ich fände es sehr gut, wenn jeder Manager ein Design, Connector hat, damit er anschlussfähig ist zu der Designwelt. Und im Umkehrschluss muss jeder Gestalter einen Connector haben fürs Management. Mhm. Weil manche nennen sowas ja auch ein T-shaped Professional, nicht? Also so jemand, der also eine Kernkompetenz hat und als Querkompetenz eben sich verbinden kann mit anderen. Und insofern, ja, würde ich schon sagen, dass ein Manager immer auch irgendwo einen Design-Management-Aspekt hat. Aber es hängt ein bisschen von seiner Rolle ab. Okay. Nächste Frage. Wo und in welchen Ländern gegebenenfalls oder auch in welchen Branchen ist der gestalterische Ansatz, so wie du ihn siehst, schon am weitesten? Mhm. Oder aus deiner Erfahrung heraus? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das so an einer Region oder einem Land hängt, sondern eher, dass es vereinzelt in jeder Region zu Unternehmen kommen, die das offensichtlich besser können als andere. Also okay. Und das sind, ja, wir haben, also es gibt hier halt Studien, auch zum Beispiel die aus Dänemark, die an dieser Designleiter hängen, aber inzwischen hat ja McKinsey auch einiges da erhoben an Daten. Und auch auf europäischer Ebene gibt es eine Studie, die eben versucht, das darzulegen, dass erfolgreiche Unternehmen oft davon charakterisiert werden, dass sie besser dazu in der Lage sind, eben diese beiden Dinge auf gleich hohem Niveau voranzubringen. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Region, meiner Meinung nach, behaftet, sondern es liegt auch ein bisschen an der Unternehmenskultur. Also inwiefern das Führungssystem Gestaltung auch als für sie wichtig erachtet. Und das bedeutet auch, dass es dann über die verschiedenen Branchen funktioniert. Also es gibt also Dienstleistungsfirmen, die das hinkriegen oder Handelsunternehmen. Ich nehme als Beispiel immer gerne diese Drogeriekette bei uns hier in Deutschland, DM. Und die gibt es ja bei euch in Österreich auch, glaube ich. Mhm. Die in der Unternehmenskultur die Gestaltungsfragen als extrem wichtig erachtet. Und gerade vor dem Hintergrund, was so vor 10 Jahren passiert ist, als es diesen Clash gab mit dem Schlecker-Unternehmen. Manche können sich vielleicht noch erinnern. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, dafür, wie was passiert, wenn ein Unternehmen wirklich rein managementgetrieben arbeitet, also effizienzorientiert arbeitet. Und das war Schlecker mit Sicherheit. Ne? Sie waren also Meister im Einkaufen und im effizienten Managen von Warenströmen und so weiter. Nur sie konnten dann sehr effizient Berge von Klorollen in die Läden besorgen, aber kein Kunde wollte diese Mengen, damals zumindest noch nicht, diese Mengen von Klorollen haben. Also die Erfolg von Unternehmungen ist, glaube ich, unabhängig von der Region, sondern hängt von der Kompetenz ab, eben diese beiden Elemente wirklich gut zu nutzen. Ja. Also die Beispiele finden sich überall auf der ganzen Welt. Eine weitere Frage ist, welche Gründe
Siehst du das, also außerhalb, dass man sagt, okay, ich will den Kunden im Fokus haben, aber gibt es Gründe im Unternehmen, dass eben halt Unternehmen einen solchen gestalterischen Ansatz verfolgen? Also ist das so ein Figurehead, der dann sagt, so machen wir es jetzt? Ja, also ich glaube, ja, ich glaube halt eben nicht. Also ich glaube, wenn man etwas unternimmt und dann mehrere Leute einbindet, da mitzumachen, stell dir mal vor, man gründet jetzt ein Restaurant, ne? Man kann gut kochen und sagt, wow, koche für mein Leben gern, ich mache das jetzt ein Restaurant auf. Dann weiß man sehr schnell, dass man als Unternehmer, auch wenn man ein Koch dann wäre, dass man vielleicht am Herd steht, aber dass man andere braucht, die Rollen und Funktionen erfüllen. Und dann stellt sich immer die Frage, ja, was tun wir dann hier? Also kochen, klar, das steht fest. Essen anbieten steht auch fest. Warm auf den Tisch bringen ist auch, denke ich, eine Kernleistung eines Restaurants. Den Unterschied macht man allerdings über die Erlebnisleistung. Also wie machen wir das? Kochen wir italienisch? Kochen wir vielleicht sogar niederländisch? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber ne? Also was ist das, was wir machen? Wie bieten wir das an? Und dann müssen ja da alle mitmachen. Das heißt, eine gut disponierte Organisation, da wissen alle, okay, das ist, so machen wir das. Und das ist eine Gestaltungsaufgabe. Das ist ja nicht eine Managementaufgabe zu gewährleisten, dass jeder, weil das kann ja Management so ja gar nicht leisten. Also Management schafft Strukturen, Abläufe, Prozesse und sorgt für die Mittel. Aber Gestaltung definiert, wie es dann vonstatten gehen soll. Und damit würde ich sagen, dass jeder ja irgendwie ein Gespür dafür braucht, wie das geht. Und damit irgendwie auch irgendwie gestaltet. Ne? Wenn natürlich keiner weiß, wie es gehen soll und jeder sich dem das selber überlassen ist, dann kriegt man halt solche Organisationen, wo halt nichts vorne und hinten nichts zusammenpassen. Ne? Mhm. Vielleicht direkt dran anschließend, eine der Fragen war, kann es sein, dass kleine Ich-AGs oder kleinere Unternehmen sich mit dieser Vereinheitlichung oder mit diesem Zusammenbringen von Verwaltung und Gestaltung leichter tun. Beziehungsweise, und da ist nur eine Anschlussfrage mit dabei, dass diejenigen, die besonders erfolgreich sind, das oftmals intuitiv machen und die Dinge einfach richtig machen, die in großen Unternehmen natürlich initiiert werden müssen und dann teils auch wieder verwaltet werden. Ja, ich glaube, das ist schon auch in der Tat eine Frage auch des Organisationswachstums und in welcher Phase man sich so befindet. In einer Pionierphase, in einer startenden, beginnenden Wachstumsphase einer Organisation sind natürlich die Wege kürzer und ist auch der Kern, der Pioniergeist sozusagen, oft noch direkt spürbar. Entweder durch die Person, die Gründerin oder der Unternehmer, der dann da ja noch vielleicht wirkt, ne? Und damit als Referenzgröße auch fungiert. Und ich glaube, so klassische Unternehmer und Unternehmerinnen, die wirklich noch als Pionier agieren, haben ja ganz viel Gestaltungskompetenz, die sie mitbringen, weil sie ja definieren, wie die Dinge sein sollen. Und das ist für andere einfacher. Ja, der Chef sagt, wir sollen das so machen, ne? So nach dem Motto. Sobald man in eine diversifizierte Organisationsform kommt und Organisationssilos entstehen, dann entsteht das Dilemma. Und dann entsteht auch das Entkoppeln von Rolle und Aufgabe, oft vom Zweck. Dann werden so neue Zwecke werden erfunden. Also dann sagt die R&D-Abteilung, wir haben zum Beispiel Time to Market als Zielsetzung und Marketing sagt Absatzzahlen und das Design sagt Design Awards und diese Ziele sind manchmal konfliktbehaftet und passen nicht zusammen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die losgeht, sobald ein Unternehmen über, weiß ich nicht, 1000 Mitarbeiter bekommt. Mhm. Dann hat man das Problem. Und ab dem Moment ist auch Design Management, glaube ich, interessant und wichtig. Weil dann ist es auch nicht immer leistbar, dass jeder das intuitiv kann. Das wäre natürlich super, wenn das intuitiv passiert, dass also alle das Gefühl haben, das passt, aber in größeren Organisationen muss man sich viel Mühe machen. Das ist eine Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass Mitarbeitende das auch verstehen.
Ja, also das wird oft verkannt. Dann sagt man, ah ja, wir haben Werte und Vision und Mission, aber das reicht oft nicht. Gut, dann würde ich zur nächsten Frage weitergehen. Ob es deiner Meinung nach die einzige Aufgabe von Design ist, den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu steigern? Und wenn nein, welche anderen Aufgaben das Design deiner Meinung nach hat? Ja, also der wirtschaftliche Erfolg ist immer nur nachgelagert. Es ist immer nur ein Effekt oder ein Echo von dem, was man vorher tut. Also wenn man ein kommerzielles Unternehmen ist, dann braucht man diesen wirtschaftlichen Erfolg, weil man sonst eingeht. Das ist ja wie das Wasser für eine Pflanze. Aber wie gesagt, es ist nicht etwas, was man von vornherein meiner Meinung nach als Zielgröße zu allen seinen Handlungen machen sollte, sondern das ist etwas, was dann entsteht. Und der Design in der Organisation, das, was ich auch darlegen wollte, hat eben die Aufgabe, das vor allem das Wie der Organisation Form zu geben. Ja, wie man sich differenziert, wie man auftritt am Markt, wie man argumentiert, wer man ist und wofür man ist, wofür man steht. Das sind also ganz fundamentale Dinge, die das Design herbeiführen muss. Ne? Und wenn das im Einklang steht, auch mit den Zielsetzungen, die vielleicht man in der Strategie dann entwickelt, und wenn das alles gut zusammenpasst, dann kann sich ein unternehmerischer Erfolg, ein wirtschaftlicher Erfolg entstellen. Ich würde es eigentlich eher einen unternehmerischen Erfolg nennen, denn man kann ja auch Non-Profit-Ziele haben, man kann ja auch gemeinwohlnützig orientiert sein und sagen, ich will überhaupt keine müde Mark verdienen, aber da muss man zumindest so viel Mark verdienen, dass man die Kosten bezahlen kann. Also ich glaube, Design zu reduzieren auf eine Maßnahme, die dann sagt, okay, mit Design ist man wirtschaftlich erfolgreich, das wäre zu kurz gegriffen. Da ist Design viel zu wichtig für. Ja. Da passt die nächste Frage, glaube ich, ganz gut auch dazu, ob die Umstellung eines Unternehmens in Richtung Circular Economy anhand einer entsprechend gestalteten, in Anführungsstrichen, Sandy funktionieren kann. Ja, ich glaube, Circular Economy ist, also wenn man jetzt vor allem jetzt von den Ressourcen her, also von Materialien her gedacht, ist natürlich das immer in Einklang zu bringen mit der Leistung der Organisation selbst. Also was stellt sie her, was macht sie, was vertreibt sie? Ob das dann Circular auch, ob die Circular Economy da eine Rolle spielen kann. Und dann denke ich mal, ist das ganz auch im Einklang zu bringen mit dem Kundenbedürfnis. Und wir merken einfach, dass Menschen zunehmend sich Sorgen machen über wie Unternehmen etwas anbieten und leisten und dann auch entscheiden, dahin zu gehen, zu dem Unternehmen zu gehen, wo sie sagen, hier glaube ich, dass etwas erbracht wird, was ich nicht nur am Produkt mag, sondern auch im ganzen Prozess vorher mag. Egal, ob das jetzt Bio ist oder ob das Fairtrade ist oder ob das Circular ist, das sind ja nicht Dinge, da kann man natürlich von Gesetz her einfordern, aber ich glaube, die Kunden fordern das ja selber auch zunehmend ein. Und wie gesagt, Relevantes für den Kunden sollte im Zentrum der Organisation stehen. Also wenn man etwas macht, wo kein Kunde sagt, Dankeschön, das will ich haben, dann ist man sehr schnell weg und hat den Erfolg nicht. Ne? Also ich glaube, da gibt man sich gegenseitig die Hand. Und es gibt halt Unternehmen, die bedienen eine Kundengruppe, die da nicht solche Ansprüche hat. Ist nun mal leider so, ist so. Ne? Also, ja. Ich würde eine Frage noch in den Raum werfen und leider galoppiert uns die Zeit so ein bisschen davon. Und die letzte Frage, die ich aus dem Chat mal aufgreifen würde, wäre, wie du der Thematik overdesigned gegenüberstehst oder welche Meinung du dazu hast vor dem Hintergrund, dass die Gestaltung ja tatsächlich das gesamte Unternehmen einschließen soll. Ja, es gibt diese Overdesigner und ich, also auf verschiedensten Ebenen, und ich habe sie auch vielfach getroffen und treffe sie auch. Ich habe das in meiner Präsentation so diesen Shaper genannt, nicht? Also eine Organisationsform, die
ja, imstande ist, vielleicht aufzurütteln, weil sie Dinge macht in einer Art und Weise, wo so kein anderer, sagen wir mal, drauf kommt, wollte ich fast sagen. Also die sich so sehr leiten lassen von dem Wie, dass sie im Zuge dessen alles, was man braucht, um ein Unternehmen abzusichern, vergessen. Und es gibt viele solche Beispiele in der industriellen Geschichte auch. Gestalter, das sind ja auch Entwickler im Übrigen, nicht? Also Entwickler, Forscher, innovationsgetriebene Menschen, die voller Kreativität und Gestaltungsdrang Dinge erzeugen, die vielleicht extrem relevant und differenzierend und interessant sind, die aber im wirtschaftlichen Sinne nicht zukunftsträchtig sind. Einfach weil sie sich nicht durchhalten lassen. Ne? Weil sie eben nicht tragbar sind, weil sie zum Beispiel so teuer sind oder nicht finanzierbar sind oder nicht kontrollierbar sind. Und dann muss man sagen, das ist vielleicht als Impuls extrem wichtig für uns und dass wir diese Impulse auch haben. Aber als Unternehmen, wenn man langfristig orientiert ist, ist es natürlich ein Rezept für den Untergang. Meiner Meinung nach genauso wie wenn Unternehmen sich nur auf das Wirtschaften und auf das Controlling konzentrieren, à la Slacker, und dabei eben den Kundenwunsch und die Differenzierung vergessen und dann auch aussortiert werden. Also wenn ich was empfehlen würde, also aus meiner persönlichen Sicht, ich finde immer jene Firmen toll, die als Startup beginnen und erstmal ein Shaper sind. Und die Gestaltungskompetenz erstmal als erstes voll entwickelt haben und sagen, wir haben eine Idee, wir haben ein Kundenbedürfnis identifiziert, wir gestalten auf vollem, also 100%, und die dann nach und nach ihre Managementkompetenz verbessern. Also für mich ist Apple so ein Beispiel. Ne? Die wollten erstmal eine Delle machen im Universum, so nach dem Motto, ne? Bang. Und sind auch deswegen fast abgeschmiert in den 90ern, waren die pleite. Und dann haben sie nach und nach ihre Managementkompetenz verbessert und versuchen es, ich vermute mal, also dass sie das auf gleicher Ebene entwickeln. Ne? Vielleicht manche sagen, okay, sie haben dadurch ein bisschen wieder ihre Gestaltungskompetenz etwas zurückgefahren, aber das ist deren Strategie, beides auf gleichem Niveau zu entwickeln. Tesla, genauso ein Beispiel. Also es gibt viele solche Unternehmen, die meiner Meinung nach, das sind die interessanten Unternehmen, die designmäßig anfangen und dann sich so nach von dem Shaper hin zum Leader entwickeln. Viel besser als vom Controller zum Leader. Ich glaube, das ist eine viel schwierigere Aufgabe. Ich habe solche Mandate auch und das ist fast wie, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Weil du immer gegen diesen Kultur des Controllings ankämpfst und du versuchst, so ein Unternehmen in Richtung Leadership zu bringen, dass es also Gestaltung umarmt und das ist wie durch einen Teig durchrühren, der also fast schon komplett erhärtet ist. Also es raubt einem die Energie. Gut, dann sage ich an der Stelle, Jan-Erik, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den interessanten Vortrag und die Beantwortung natürlich auf fast aller Fragen. Aber wie schon gesagt, uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Ich freue mich, glaube ganz besonders auch zusammen mit Christoph Wecht drauf, dass wir uns das Thema, über das du heute gesprochen hast, ja geplant in der Studie dann empirisch auch anschauen werden. Also wie machen Unternehmen das ganz genau, dass sie Shapers sind oder dass sie Controllers sind, beziehungsweise wie entwickeln sie sich auch über die Zeit. Vielleicht können wir da in einem Jahr dann einfach nochmal neue Insights auch in die Welt tragen. Das wäre natürlich wunderbar, ja. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, ja. An der Stelle auch nochmal danke, Christoph, an dich für die klasse Anmoderation und im Hintergrund danke auch, ganz herzlichen Dank an Katharina, die Lunchtime Lectures im Hintergrund ja immer von Anfang an mitorganisiert. Und bevor wir uns dann auch den nächsten Online-Aufgaben wahrscheinlich widmen, möchte ich es aber nicht versäumen, die nächste Lunchtime Lecture am 19.11. auch wieder um 12.30 Uhr Teams-Kanal anzukündigen. Eingeladen von Stefan Moritz wird Judith Friederike Popp darüber sprechen mit dem Thema sich selbst gestalten.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele wieder mit dabei wären, eine interessante Diskussion online zustande kommt. Und wir möchten uns jetzt auf dem Weg verabschieden und dann bis zur nächsten Woche. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Ja, danke, Jan-Erik. Danke, Katharina. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Ciao. Ciao.